Moin und herzlich willkommen, weil es wieder heißt, der Flachlandradler. Wie immer unterwegs, immer noch in der Schweiz und jetzt auf der Mittellandroute, auf der dritten Etappe. Und wie ihr seht, was für ein Morgen. Also ist doch schon wieder sowas von herrlich. Unglaublich, ja, und das Wetter, ja, es bleibt so. Heute sind die Gewitter auch wieder weg. Strahlender Sonnenschein heute. Auf meinen nächsten, ja, fast 100 Kilometern wird es wieder, ja, als nächstes geht es dann weiter auf der Mittellandroute, ja, Richtung Biel und dann folge ich der Aare. Das ist dann mein Ziel und den werde ich auch folgen bis zum Rhein, da komme ich aber heute noch nicht hin. Ja, schöne Strecke, glaube ich, hoffe ich, habe ich gestern auch gehofft, ja, jetzt habe ich eine Nacht drüber geschlafen, so schlecht war es jetzt auch nicht. Am meisten gestört hat mich wirklich dieses Geholper und auch wenn, wie gesagt, es war frisch betoniert oder so und trotzdem, dum, 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 das hat genervt. Ja, jetzt ist der Wind weg, soll heute auch gar nicht mehr so stark werden. Ja, und bei den Bildern, bei den schönen Bildern, die es wohl heute auch geben wird, werdet ihr wohl auch einigen Spaß dran haben. Ich auf jeden Fall wieder. Ich lasse mir nicht vermiesen, auch wenn er jetzt wieder holprige Wege kommen. Das ist doch klar, das ist ein, es ist ein Traum gerade wieder hier, so jetzt hier zu stehen, ja, und gleich loszufahren. Es ist 6.45 Uhr, ja, ich bin immer früh wach, bin sogar schon wieder unter die Dusche gegangen, das war irgendwie richtig toll. Ja, und jetzt gehe ich frisch, vom Frühling frei, ja, auf die nächste Etappe der Mittellandroute und ich wünsche euch dabei sehr viel Spaß beim Zuschauen bei den tollen Bildern, die wohl hoffentlich kommen werden. Don't need someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell there's something's off. The way you look and how you pause when you talk. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are. Who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry. Cause if you're gonna leave me, then just do. Take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know if you're gonna leave me, then just do. Ja, heute bin ich früh losgekommen, schon weit vor 8 Uhr. Bin schon 6 Kilometer unterwegs und fahre hier an diesen Thielkanal entlang. Er verbindet den Neuenburger See mit dem Bieler See. Ja, schönstes, klarstes Wasser. Ich stehe hier gerade, ja, Badestelle würde ich sagen, ein Meter Brett. Aber da springe ich jetzt nicht so rein. Ja, hinten kommt schon ein kleines Bötchen angesaust. Ja, es ist ein schöner Morgen, wenn nicht. Ja, genau das eine Wolkenfeld, was weit und breit zu sehen ist, sich hier gerade vor der Sonne hängt. Ne? Das ist doch wieder... Ha. Aber ich habe kurz befohlen und so bleibt das auch. Naja, es ist schon 14 Grad. Es ist an der Grenze, aber es geht. Es ist frisch. Ja, jetzt geht es zum Bieler See. Immer noch an diesem Kanal. Ich glaube, es sind noch 4, 5 Kilometer. Ja, und dann hoffe ich, kommt auch mal die Sonne raus und mal sehen, wie das am Bieler See läuft. Ja, da wird auch viel privat sein und so. Ja, hier ist auch gerade so eine ganz gerade Strecke, aber am Kanal macht es ein bisschen mehr Spaß. Und gerade auch neu gemacht, nicht hoppelig, hobbelig. Also das macht Spaß. Ja, der Campingplatz war echt super, kann ich echt sagen. Ruhige, schöne Nacht. Die Schienen und alles Mögliche war weit genug weg. Das ist echt ruhig, toll gelegen. Ein schöner Morgen war es, wie ihr gesehen habt. Ja, und jetzt darf ich wieder unterwegs sein. Muss das alles verlassen und fahre zum nächsten See. Und dann an der Aare. Mal sehen, wie es wird. Ich hoffe, besser wie gestern. Bis jetzt, ja, ist es schon gut. Also, dann geht's weiter jetzt. Ooh.
be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. Da ist er nun, der Bieler See. Wunderschön wieder. Ein toller See. Ja. Glasklares Wasser. Guck mal. Wow. Wunderbar. Ja, ist hier nicht gerade eine Badestelle oder irgendwas, aber man kann schön auf den See gucken. Ja, aber hier geht jetzt gerade mal so ein Wanderweg. Man darf hier eigentlich nicht Radfahren. Bin ich jetzt trotzdem hergefahren. Wow. Toller See wieder. Der nächste. Das nächste große Highlight. Wunderbar. Ja, 10 Kilometer habe ich schon hinter mir. Ja, es waren ein paar gerade Strecken dabei, aber bis jetzt war es so. Ja, okay, ist okay. Ich will nicht meckern. Bin gespannt, wie das jetzt hier läuft an dem See. Hier kann man natürlich nur spazieren gehen eigentlich, aber ich glaube, ich werde trotzdem längs fahren. Ja, und dann geht es an der Straße entlang, immer in den See. Und so weiter und so fort. Aber hier kann man schon fast das Ende sehen. Der ist lang nicht so groß wie der Neuenburger See. Und das Gute ist, ab jetzt ist auch alles wieder in Deutsch. Alles normal. Nur die Preise nicht. Ja, aber naja. Wunderbar. Sehr schön hier. So kann es weitergehen. Hier bin ich jetzt am Zufluss des Bielersees von der Aare. Ja, das wird natürlich gleich genutzt als Wasserkraftwerk hier, leicht aufgestaut, ja, etwas verbaut, aber naja, schön geht es immer, wenn es natürlich wäre, aber wir brauchen ja den Strom. Ja, und muss sagen, jetzt wird es schon richtig, richtig warm, wenn man nicht im Schatten fährt, also die Sonne brennt schon wieder. Wow, schön! Richtig schön. Heute fehlt auch der Wind, das könnte etwas heißer werden. Ja, und jetzt geht es weiter auf ja, meine Nummer immer noch, Nummer 5, aber auch die 8 stößt dazu, der Aare-Radweg. Ja, und dem werde ich weiter folgen, den beiden erstmal und mal her. Irgendwann haut dann der andere ab und dann bleibe ich auf der 8 und dann fahre ich damit zum Rhein, aber da, wie gesagt, da komme ich heute nicht hin. So ist meine Planung. Es wird wieder eine Runde werden. Da ich jetzt auch alles geschafft habe, habe ich meine Route jetzt auch so gebaut, dass ich nicht in Waldshut ende, sondern in Murg. Da ist auch noch ein Campingplatz, das ist nochmal so 25 Kilometer länger am Rhein entlang. Und dann werde ich am letzten Tag, am Samstag, eine kurze Strecke noch nach Basel haben, wo ich dann die Abreise am Samstag beginne. Ja, und das ja, ist noch ein bisschen hin, heute ist Donnerstag. Noch eine schöne Strecke hoffentlich vor mir. Also kann es jetzt weitergehen. Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worries. And I've always known what I want. Just didn't know what came along. Finding myself a much less happy.
be. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing, not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. I wanna stay wide open. Can't stand to hear more today. I'm gonna lock my door and stay inside, away until I'm safe again. Nun ist Pause angesagt. Ich bin gleich in Biel. Ja, da geht's an der Aare entlang. Da ist der See vorbei, zumindest für mich. Aber naja, der Weg gerade eben war recht schön. Ich muss sagen, so hätte ich es auch mal am anderen See erwartet. Es ging auch mal jetzt hoch, aber fast kaum Hoppel in der Straße. Es ging richtig gut. Pfützen wurden ausgeglichen, die da ausgewaschen wurden auf Schotterwegen. Also so muss das sein. Es war zwar gerade auch eine sehr starke Steigung von 14%, aber wie immer bin ich da hochgefahren. Ich habe es wieder geschafft, aber wow, das ist toll hier. Ja, da drüben sieht man sogar noch Weinhänge und sowas. So, das wird bald alles anders. Ich weiß gar nicht, das Aaretal, ob das jetzt eng ist oder breit. Ich glaube, hier oben ist es noch ziemlich breit. Ja. Aber das Juragebirge wird immer linke Hand bleiben und da hat man immer noch ein paar Aussicht auf Berge. Jo, Banane, das ist das erste Mal, dass ich auf dieser Reise Bananen esse. Wollte ich auch mal wieder haben. Richtig lecker mal wieder, schätze ich. Und naja, eine Cola wie immer. Schneller Zucker, das tut immer gut. Jo, und dann geht es gleich weiter an der Aare. Da freue ich mich auch, wie immer drauf, auf alles. I'm defeated and withdrawn, just trying to understand where it went wrong. Always believe that nothing good in life is free, but it's overwhelming how people can hate. Ja Mann, das sieht doch richtig klasse aus hier an der Aare. Gerade eben war es ja eigentlich immer nur ein Kanal. Ja, eigentlich fließt sie ja gar nicht in den Bieler See, aber durch Wasserkraftgewinnung haben sie den Kanal gebaut. Einmal hin zum Bieler See und einmal weg vom Bieler See. Da ist man gerade die ganze Zeit gefahren. Eigentlich auch gar nicht so schlecht gewesen. Ja, ein bisschen eintönig, ja. Aber wenn man will, man kommt immer ans Wasser. Da sind immer Treppen gebaut worden oder ja, sonst würden sich die Menschen ja sowieso immer eine Trampelfahrt machen. Ja, und hier Büren an der Aare. Tolle Holzbrücke. Das sieht schon fast aus wie am Rhein, nur nicht so breit, ja, weil das Wasser kommt ja noch in den Rhein. Ja, und das dauert aber echt noch lange. Da komme ich, wie gesagt, heute nicht hin. Aber das Wetter ist einfach nur genial. Es ist einfach nicht so heiß. Es ist ideal. Absolut ideal Standardwetter zum Radeln, das ist unfassbar. Aber ich sage es ja jedes Mal, ja, ein Glück mit dem Wetter. Die Tour ist toll jetzt. Ja, es ist bis jetzt alles okay, nicht so holprig wie gestern. Ja, und so macht es doch Spaß mit solchen Ausblicken, oder?
Ja, weiter geht's zum nächsten Ort wahrscheinlich. Tolle Aussicht auch nach links wieder aufs Jura und da sind ganz viele Paraglider in der Luft und ein Segelflugzeug, das wahrscheinlich aufpassen muss, die nicht zu rammen. Einfach klasse, das ist richtig toll hier, sehr stark. Immer rechts die Aare jetzt, ja, die ist halb ein Kanal, aber geht schon alles. Und der Weg hier ist super, einfach nur klasse, es macht richtig Spaß, Wahnsinn. Da habe ich doch ein schönes Plätzchen gefunden. Es ist gleich 12 Uhr Mittag, Thunfischzeit. Ja, da unten fließt die Aare. Ja, Badepause bestimmt. Aber wunderschön hier da oben. Ja, Zelten ist hier ausdrücklich verboten. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt schon über die Hälfte geschafft. Es sind keine, ja, was sind das denn noch? 48, also keine 50 Kilometer mehr. Bis zu meinem Ziel, den ich machen wollte. Schaut euch das an. Hier ist man jetzt. Oh. Wunderbar. Ja, das ist schon ein schönes Plätzchen Erde hier wieder. Und ein schönes Wässerchen. Ja, genauso kalt wie der See ist ja genau, ist ja klar, kommt er da heraus. Aber wow. Sieht schon geil aus. Kristallklares Wasser, leicht bläulich gefärbt, aber hier geht es gleich ganz schön runter. Ui. Aber naja. Pause, Mittagessen und dann geht's weiter, würde ich sagen. Ach, einfach klasse. Thank you.
Nächste Stadt ist erreicht, Solothurn. Ja, schön an der Aare wieder gelegen, da drüben das teuerste Hotel des Platzes wahrscheinlich. Ja, nur schön ist es hier. Man kommt auch immer gut durch die Städte, muss ich sagen. Also das kriegen sie hin. Radstreifen ist da meistens immer. Die Autosfahrer, zumindest hier im nördlichen, in der nördlichen Schweiz geht es immer besser. Im Süden am Lac Léman, da war das auch schon mal der Abstand nicht so dolle. Aber hier ist sehr ruhig. Ich glaube, hier ist auch gar kein Durchgangsverkehr erlaubt. Es sieht nur so aus, ob hier Busse fahren dürfen. Ja, alles sehr ruhig hier in der Innenstadt. Ja, ist auch immer erfrischend oder ernüchternd, wenn immer die Autos auch in die Stadt rein dürfen. Ja, da ist die große Bahnlinie, die wird auch weiterhin nicht verfolgen hier im Ahrtal. Ja, Solothurn ist doch schon eine größere Stadt hier, aber richtig klasse. Also der Weg gerade eben auch, ja, auch mal ein paar Grade, aber man konnte gut fahren und kam immer wieder am Wasser und mal mehr links und rechts. Man sieht was Neues und es ist staubig, wenn das Schotterpisten sind. Ja, das Rad sieht schon wieder aus. Naja, die zwei Tage muss man aushalten. Und was man hier auch sieht, ja, wenn Wasser ist, da kann man doch irgendwas reinschmeißen. Hier liegen schon Schilder und ein Liegestuhl. Das ist in der Schweiz nicht anders. So, jetzt geht es aber weiter. Jo, Richtung, welche Stadt, weiß ich gar nicht. Da werden immer Ortschaften kommen, denn in so ein Tal ist es immer gut bebaut. Aber man kann hier gut Radfahren bis jetzt. Stars come to shine when it's dark from so far away. Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. Sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. An der Aare bin ich jetzt durchgefahren, wieder ein kleines süßes Städtchen mit einem historischen Kern. Wow, war wieder toll anzuschauen. Ja, Strecke, ja, war gut. Solothurn bin ich ziemlich gut durchgekommen. Ja, zwar an der Hauptstraße, manchmal aber auch riesen Radwege und ach, einfach nur klasse, wie man hier geführt wird. Jede Stadt. Und es wird auch Rücksicht genommen auf die Radfahrer. Das ist halt so hier. Wir können das. Die Schweizer. Ja, es ist brottig heiß geworden, so langsam 25 Grad. Dieser Wind, der ist ja kaum vorhanden oder gerade eben mal so auf den Wiesen, wenn das ein bisschen freier wurde, kam ein bisschen an, aber so wie hier, richtig wenig Wind, aber es ist zum Glück Wind. Ja,
Aber guckt euch das an, auch da hinten der Hintergrund, wie das Jura, was sich da auftut. Wow, einfach nur klasse. Ja, ich kann gar nichts anderes sagen. Heute ist wieder alles super, alles tippitoppi, tipptopp, was ich heute auf dem Weg gesehen habe, wie der geführt wird. Ja, ein bisschen holprig ist er auch, aber heute macht das richtig wieder Spaß. Ja, weiter geht's hier zum nächsten schönen Ort wahrscheinlich. Ziel ist in ungefähr 26 Kilometer, 14 Uhr, ich bin auch schon wieder gut unterwegs. Also zwischen den Städten kann man auch gut mal ein bisschen schneller fahren, das klappt eigentlich ganz gut hier. Läuft. Stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are. It really makes me wonder. Aus dem Nichts kommt hier auf einmal so eine Riesensteigung. 10-11% hier hoch, nicht lang, aber boah, bei der Hitze. Gerade die ganze Zeit flach. Aber hier kommen die Berge ja oder Hügel ordentlich was näher ran an die Aare. Links und rechts ist hoch. Aber muss es nur jetzt wieder mehr so eine Steigung geben. Ui, kommt ganz schön ins Schwitzen dabei. Oh, aber jetzt geht's weiter auf diesem ja, doch schönen Weg. Sind 35, ja, nur noch 7,5 Kilometer bis zum Campingplatz. Das ist nicht mehr weit. Im Moment habe ich auch lange nicht mehr die Aare gesehen, ein bisschen abseits. Wahrscheinlich ist an ihr so ein bisschen viel los oder dicke Straßen oder so, dass sie einen jetzt hier ein bisschen weggeführt haben. Aber macht im Moment gar nichts. Dafür ist es im Wald ein bisschen schattiger. Ja, macht trotzdem Spaß. Ja, jetzt ist ja richtig heiß, ja, 26 Grad. Leute, boah, wenn kein Wind weht, selbst hier im Wald, wenn Nichtschatten ist, ui, das brennt. Aber was mache ich dagegen? Ja, wie immer, Wasser über den Kopf. Boah, das habe ich ja schon oft gemacht. Das hilft zumindest für kurz, aber diese Sportklamotten, die trocknen ja auch immer ganz, ganz schnell. Also, das ist überhaupt kein Problem. Man muss bloß aufpassen, dass man hier sonst nichts alles das Fahrrad zu doll nass macht, die Kette oder so. Das muss nicht sein. Aber trotzdem hat heute wieder alles funktioniert. Super. Ich kann gar nicht sagen, das ist einfach wieder kompletter Gegensatz gegen gestern. Ja, aber das Fazit kommen wir zum Schluss. Jetzt geht es hier noch ein bisschen durch den Wald. Mal sehen, was die letzten 7 Kilometer bringen. Ich weiß gar nicht. Aarburg komme ich, glaube ich, nicht mehr ganz hin. Oder es ist kurz davor. Ja, da wollte ich jetzt hin, zum Campingplatz. What if the wind could spread your love?
What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Gerade versteckte Kamera, hier so voll. Direkt nebenan auch Zelte. Aha. Schmeckt schon gut hier. Schön Pasta-Salat. Ein Radler. Und Würstchen. Kalt. Das ist das Richtige. Dann kämpfe ich mich nochmal hier hoch zur Burg, denn erstens kann man hier nicht rein. Ist ein Jugendheim, habe ich nicht gewusst. Und zum Zweiten fängt es an zu regnen. Ich habe keine Regenklamotten mitgenommen vom Campingplatz. Ein Glück, ich habe schon was gegessen. Ach, das wird auch gleich wieder aufhören. Ist ein schöner Sommerregen, wird auch gebraucht. Und das Rad könnte mehr Regen gebrauchen. Ist schon ganz schön staubig. Ja, das war ein toller Tag, eine tolle Tour. Auf jeden Fall schöne Strecke, also auf jeden Fall besser wie gestern, so wie es sein soll. Nicht so viele gerade Ausstrecken, immer so ein bisschen dem Fluss gefolgt, dann auch mal wieder weg. Aber es waren auch ein paar Steigungen dabei, die waren auch richtig kräftig. Ja, 14% und so war ja angeschlagen, aber ich bin da hochgefahren, habe es geschafft. Jo, und die Städte dazwischen, die Highlights, die waren auch wieder ganz okay. Ja, und naja, hier der Endpunkt ist auch ganz schön. Leider kann man hier nicht rein. Dann wisst ihr wenigstens Bescheid. Aber Besichtigung kann man schon machen. Das gibt's, das ist hier angeschlagen, aber so einfach rein geht nicht. Ja, es wird da schon weniger. Ja, die Sonne, die hat die ganze Zeit bis jetzt geschienen. Aber angesagt war es halt nicht, aber wisst ihr, es ist so schöner, warmer Sommerregen und jetzt fängt das an zu riechen, wenn es so lange nicht geregnet hat. Über eine Woche hat sie keinen Regen mehr gegeben. Staubtrocken schon inzwischen, wie man an meinem Fahrrad sieht. Und jetzt ja, kann er wieder rausgehen und gucken. Ja, schöner Fluss, die Aare, schön blau. War eine tolle Tour von Neuenburger See bis hierher. Bieler See, alles toll. Die Wege waren auch super. Es war auch nicht so ganz so holprig. Es war holprig, musste man auch ab und zu mal aufpassen. Aber im Ganzen war es echt super. Ja. Die Highlights habt ihr ja gesehen. Ich nehme euch jetzt noch mal mit in den Innenhof. Jetzt zeige ich euch das. Ja, und ja, was soll ich sagen? Um euch hier zu unterhalten. Ja, mir hat es sehr gefallen. Das Fahrrad hat ohne Panne weiter durchgehalten. Jetzt ist es nicht mehr weit. Ja, morgen geht es zum Rhein. Das sind nur 62 Kilometer bis Waldshut. Da wollte ich ja eigentlich aufhören. Mache ich aber doch nicht. Ich fahre noch weiter am Rhein entlang und mache noch eine Übernachtung mehr, anstatt morgen schon zurückzureisen. Mache ich das irgendwann morgen Nachmittag, übermorgen Nachmittag. Hallo. Hallo. Ja, so sieht's hier aus. Nichts zu sehen. Jugendheim ist hier, ja. Aber Besichtigung ist nur jeden Samstag 14 Uhr möglich. Naja, also, dann sage ich auf Wiedersehen. Danke fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat schöne Bilder gegeben. Denn bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Flachlandradler wie immer unterwegs. Es wird ja noch mal in der Schweiz sein. Auf der, ja, ist das jetzt die vierte Etappe? Die vierte Etappe auf den. Auf der Mittellandroute. Ja, also dann tschüss, moin moin
Au revoir. Salut und wie man sie halt sagt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Flachland unterwegs. Ich wiederhole mich. Ja. Tschüss, euer Flachlandradler Thorsten.